Mein Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein Unboxing, ein Haul von Zalando. Denn Zalando hatte letzte Woche, glaube ich, 75% auf fast alles. Und ich habe Umstandsmode gekauft. Eigentlich wollte ich nichts mehr kaufen. Ich habe ja schon einen Haul gedreht, da waren wir bei H&M. Den verlinke ich euch mal hier oben. Dann habe ich mir eine Hose gekauft von Mamalicious. Und die ist so irgendwie, das ist so irgendwie das Einzige, was ich im Moment an Umstandsmode habe. Und eigentlich wollte ich gar nichts mehr kaufen. Aber ich dachte mir, wenn es dann schon so Schnäppchenpreise hat, dann schauen wir da einfach mal. Und ja, das wollte ich euch heute einfach mal zeigen. Viel Spaß! Erstmal sorry für das schlechte Licht. Wir haben es schon sehr, sehr spät und es wird ja leider immer früher dunkel. Und deswegen muss ich hier mit künstlichem Licht wieder arbeiten. Eigentlich mag ich das gar nicht. Eigentlich sitze ich hier immer vor dem Fenster. Und das ist das schöne Licht. Aber naja, was sollen wir anders machen? Hier ist der Karton von Zalando. Ich habe es schon aufgemacht. Ach ja. Genau, einmal so ein Karton. Nichts Spektakuläres. Und dann haben wir hier drinne das erste, was wir bestellt haben. Nein, erstmal ist hier ein Retourenschein, falls wir das zurückschicken. Das erste ist ein T-Shirt von Mamalicious und das gefiel mir ganz gut. Das sieht so aus. Ich pack das mal mit euch aus. Au. Das habe ich eigentlich nur gekauft, weil es mir sehr gut gefallen hat und weil es nur noch 7 Euro gekostet hat. Also es war von, das steht hier sogar drauf, 20 Euro auf 7,50 Euro reduziert. Und da dachte ich mir, okay, da kannst du doch mal zuschlagen. Das sah ganz gut aus. Genau, so sieht das Ganze aus. Einfach so ein beiges T-Shirt und dann ist hier einfach so ein rosa, nein, so ein bisschen Aprikosenaufdruck drauf. Und das Ganze eben von Mamalicious. Und eigentlich 20 Euro. Ich habe bezahlt 7,50 Euro. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Ist halt so ein Umstands-T-Shirt. Es sieht sehr lang aus. Ich habe es in XS genommen, weil ich eigentlich immer XS trage in Shirts. Aber es sieht trotzdem sehr, sehr groß aus. Aber ich würde sagen, wir probieren es mal an. So, mein Lieben, ich habe jetzt das erste Teil an. Das Shirt. Und ich würde sagen, oder ich persönlich bin der Meinung, es passt doch ganz gut. Also ich finde, das sieht auch überhaupt nicht aus wie ein Schwangerschaftsshirt. Also man hat hier nicht diese Rillen, die man bei H&M zum Beispiel hat. Aber es ist trotzdem noch einfach genug Platz. Man merkt das schon. Aber ich finde, das kann ich auch jetzt schon tragen, obwohl der Bauch halt noch ein bisschen kleiner ist. So, das nächste hatte ich schon an. Deswegen ist es auch nicht mehr eingepackt. Denn mein Bruder war einfach so voller Vorfreude, dass er unbedingt diese Jacke auspacken musste. Ja, ich habe eine Jacke von Naked Tano und die ist wirklich mein absoluter Stolz. Ich liebe diese Jacke. Und eigentlich habe ich gedacht, okay, du kaufst keine Winterjacke, weil die Jacke ist ziemlich dick. Und man weiß ja nie, wie der Winter so wird. Aber so langsam drückt es beim Zumachen. Und deswegen habe ich mir jetzt doch dazu entschlossen, beziehungsweise habe ich mich erst dazu entschlossen, als ich diesen Parka für krasse 26 Euro gesehen habe. Ja, es ist ein Parka in dunkelgrün mit so Fell an der Kapuze und ja, einfach so ein richtig schöner, großer Parka, so ein Umstandsparka. Und den haben wir, oder habe ich gekauft, in einer 34. Regulärer Preis sind 120 Euro und wie gesagt, habe ich bezahlt 26 Euro und das finde ich wirklich absolut top. Der war auch komplett ausverkauft. Ich habe den letzten gekauft, den sie hatten, in der 34 eben. Aber ja, ich würde auch sagen, den zeige ich euch auch nochmal. Also jetzt an den Arm schon ein bisschen kürzer, würde ich sagen. Also sieht schon, dass es halt, könnte langsam knapp werden, aber ich finde, das ist noch in Ordnung. Und immer zu. Ja, ich finde, das sieht ein bisschen aus wie so ein Ballonkleid, oder? Das sieht irgendwie sehr lustig aus. Also man kann das halt hier noch so einstellen.
Damit der Bauch halt auch später passt, ne? Aber ich finde, es sieht halt einfach sehr, sehr klobig aus. Also, ich fühle mich damit wie ein Sack. So, dann geht es weiter. Habe ich zwei Hosen gekauft. Und Hosen, wie gesagt, eigentlich wollte ich nichts mehr kaufen. Aber auch an diesen Hosen konnte ich nicht vorbeigehen. Hier ist jetzt eine von Mamalicious. Und ich habe ja schon mal eine von Mamalicious gekauft. Und die steht mir oder passt mir wirklich sehr gut, auch als einzige. Also ich hatte sehr, sehr viele an und alle haben mir irgendwie nicht gepasst. Und das war irgendwie wirklich die eine Marke, die mir irgendwie gepasst hat. Und deswegen habe ich mir jetzt noch eine gekauft. Die ist in so einem Hellblau. Das findet mein Freund immer sehr schön an mir. Und es waren auch wirklich die einzigen, die irgendwie noch in meiner Größe waren, weil Zalando war schon so leer gekauft. Diese habe ich jetzt in einer 24-34 gekauft. Ich denke mal, dass sie auf jeden Fall zu lang sein wird, weil ich eigentlich immer eine 30 trage. Und deswegen schauen wir einfach mal. Diese Hose hat gekostet 60 Euro. Regulär. Und ich habe, glaube ich, bezahlt 22. Also wirklich richtig, richtig krass. Und hat sich derbe gelohnt, wenn die Sachen mir auch passen. Ich würde sagen, die packen wir auch mal aus. Weil da bin ich auch sehr gespannt wegen dem Bauchbündchen. Aber das gefällt mir bei meiner anderen auch sehr, sehr gut. Von derselben Marke. Und deswegen sind wir mal gespannt. Der Stoff ist auf jeden Fall schon mal sehr schön. Die Farbe gefällt mir auch richtig, richtig gut. Ja, unten ist sie ein bisschen weit geschnitten. Das mag ich immer nicht. Das ist mir hier schon ein bisschen zu weit. Da muss ich aber einfach mal austesten. Aber sonst gefällt mir die Hose schon sehr, sehr gut. Sie hat jetzt nicht ein, also kein richtig großes Bündchen. Aber auch kein kleines. Also das gefällt mir richtig gut. Und sonst sieht die eben so aus. Aber ich glaube, dass ich einfach zu dünne Beine habe für diese Hose. Naja, wir schauen mal. Probieren Sie gleich mal an und dann werdet ihr das ja auch sehen. Und ich bin wirklich überrascht. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie wirklich so gut passt und auch ja gut so gut sitzt. Also das ist jetzt ja die, wo ich ein bisschen skeptisch war. Aber das Bauchband ist noch besser als bei der anderen, die ich habe bereits. Das gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Und dann finde ich, sitzt sie auch einfach viel besser als jetzt irgendwelche anderen Jeans, Schwangerschaftsjeans, die ich schon kenne. Also ich finde, das sieht wirklich gut aus. Das Problem, sie ist einfach viel zu lang. Und ja, ich habe schöne Socken, oder? Sie ist einfach wirklich richtig lang. Ich weiß nicht. Ja, ich finde, es ist in Ordnung. Ich finde, es sieht nicht so schlecht aus. Aber ich muss da wirklich nochmal Felix fragen. Also die sind wirklich, die ist wirklich sehr, sehr lang. Aber das meine ich ja mit der 34, dass ich eigentlich eben deine 30 unten rum trage. Aber sonst gefällt mir die ganz gut. Hier oben sitzt die auch sehr schön. Und die letzte Hose, die wir mitgenommen haben, ist von Superwoman. Die habe ich in einer 26 bestellt. Das ist eine Allgemeingröße. Ich kannte mich damit nicht aus. Also ist eine französische Größe, glaube ich. Und ja, die Marke und auch die Größen und so, keine Ahnung. Aber ich habe das da rechnen lassen bei Zalando, genau. Und deswegen habe ich einfach die 26 genommen. Beziehungsweise war es auch die kleinste, die sie da haben. Da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, das ist, die wird mir noch eher passen als die andere. Deswegen sind wir da sehr gespannt. Aber eine Hose möchte ich auf jeden Fall behalten. Weil ich glaube, die hier hat auch nur 22 Euro gekostet. Und oh, hier steht gar kein damaliger Preis. Schade, schade. Das hätte ich gerne gewusst. Aber die gefällt mir leider hier oben überhaupt nicht. Also, sie hat erstmal ein hellblaues Bündchen. Was mir auch überhaupt gar nicht gefällt, weil sie hier oben kein extra Band drin hat. Also, bei der anderen Hose kann ich euch zeigen, sie hat hier extra nochmal so ein, extra oben nochmal so ein Band drin, was das Ganze nochmal wirklich hier oben dann schön festigt. Und das hat sie jetzt nicht. Da bin ich wirklich, ja, also da muss ich, die muss ich einfach nochmal anprobieren. Da weiß ich jetzt echt nicht, ob das überhaupt mir passt, weil bei meiner anderen Hose muss ich das Bündchen auch schon zusammennähen hier, weil es einfach überhaupt nicht passt. Sie ist auch sehr lang, die Hose, also noch länger als die andere. Das wundert mich auch total. Das
Bein geht auch. Die Farbe ist ganz in Ordnung, aber was mir auch nicht gefällt, ist einfach das hier oben. Also das hier oben gefällt mir leider absolut gar nicht. Aber ich würde sagen, auch die probieren wir einfach mal an. So, das ist Hose Nummer 2, beziehungsweise das letzte. Ich finde das Bauchband, ja, also es fehlt hier oben halt wirklich dieser Zug, würde ich mal sagen. Weil der ist hier oben halt doch schon sehr locker. Und hier oben entwickelt sich ja nichts mehr am Bauch. Aber hier sitzt er wirklich gut. Hier, der Bereich sitzt auch gut. Also ist genau für meine Größe angepasst. Und auch die ist wieder etwas zu lang, aber sonst gefällt sie mir auch ganz gut. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ich würde sie behalten. So, meine Lieben, das waren die Sachen. Ich habe sie extra einmal für euch anprobiert. Ich hoffe, das war mal ganz cool. Und ich finde es auch mal ganz schön, dann nachher zu wissen, was meint ihr, stand mir, was war in Ordnung, was hätte ich lieber zurückschicken sollen und, und. Ja, ich werde mich jetzt auch mal mit meinem Freund besprechen, was er dazu sagt. Aber ich glaube persönlich, dass wir nichts zurückschicken, weil ich das, glaube ich, einfach alles ganz gut ausgewählt habe. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Dieses, ja, ich weiß gar nicht, wie wir das nennen wollen. Und dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!